wir haben einen ganz besonderen Gast dieses Mal bei mir in der Kühlbox. Leon Dreiseitel ist uns zugeschaltet, live aus Edmonton. Servus, Leon. Servus, hi. Ich freue mich natürlich, so einen Mann wie dich bei mir in der Kühlbox haben zu dürfen. Was sagst du eigentlich zu meinem Studio, das ich bekommen habe von Magenta Sport? Geil. Kühlbox live durften wir ja schon bei dir machen. Vergangenen Februar war das ja. Was ist denn dein wertvollster Gegenstand bei dir zu Hause? Ja, ich glaube, dann würde ich meinen Hund nehmen. Ach, da ist er ja. Da ist er. Da ist er, der Kleine. Ich kenne ihn nur von Instagram. Wie alt ist er denn? Siehst du noch mal live. Wie alt? Ja. Knapp über ein Jahr jetzt. Ach, mei. Und was für eine Art von Hund? Also, das ist ein Cover-Pudel. Ich mache den mal unter. Ich glaube, der will weiter schlafen. Das ist ein Mix. Also, das ist ein Pudel und ein, die nennen sich Cavalier Spaniel. Daher kommen die langen Ohren. Wie seid ihr darauf gekommen, also du und deine Freundin? Ja, wir beide lieben Hunde und es war auf jeden Fall mit die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben oder die wir in unserem Leben jemals getroffen haben. Leon, gibt es denn irgendein verstecktes Talent an dir, das wir nicht kennen? Mir fällt das einfach, gewisse Leute nachzumachen. Ja, auch berühmte Leute. Wenn du mich hättest, im Fernseher kann ich das leider nicht so gut. Aber kannst du denn einen Freddy Tiffels auch nachmachen, nehme ich an? Nee, Freddy ist zu normal. Da ist nichts Besonderes dran, wirklich. Beim Freddy ist das relativ schwierig. Leon, gibt es aktuell ein Lied, bei dem du sofort lostanzen würdest? Boah, nee, ich bin nicht so der große Tänzer. Nicht das große Talent dafür und die Haxen, die spielen da auch nicht ganz so mit, glaube ich. Was trägst du denn, wenn du zum Beispiel in Köln weggehst für Klamotten? Beschreib mal bitte dein Outfit. Frag nicht, warum diese Frage kommt, mach es einfach. Die kommt vom Freddy. Wir hören uns einfach mal an, was dieser junge Herr uns und dir vor allem zu berichten hat. Und bitteschön. Es sind 99,9% Chance, dass Leon, wenn er feiern geht, ein V-Neck anhat. Dann hat er so eine blaue, dünne Jacke drüber, hat eine Jeans an und seine New Balance Sneaker. Also da will ich, wenn er feiern geht, dann kannst du eigentlich darauf kannst du wetten, dass er das anhat. Und vielleicht noch eine Cappy. Sieht ja auch immer gut aus. Also daher hat der Freddy schon recht, ja. Was trägt dann der Freddy immer? Du kannst es ihm jetzt auch gerne zurückgeben, wenn du möchtest. Freddy. Der Freddy, der trägt immer das Gleiche. Ich habe ja wenigstens noch ein paar verschiedene Paar Schuhe und ich ziehe da ab und zu auch mal eine andere Jacke an. Aber der Freddy hat eine Jacke, ein paar Schuhe, ich glaube ein paar Jeans und vielleicht zwei T-Shirts. Das war's. War ähnlich. Ja, sieht ja gut aus, nur ich habe wenigstens mehrere Sets von allem. Der Freddy, der hat alles nur einmal, glaube ich. Ja, aber ihr sagt ja, ihr schaut immer gut aus, ihr beide, oder? Ja, genau. Ich glaube, wir sehen beide, oder ich sehe natürlich besser aus als der Freddy, klar, aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Alle Spiele der Penny DEL live, nur bei Magenta Sport.